meine lieben Zuschauer, und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal hier los und wieder zurück nach Brimstone. Da ich ja jetzt meine Chini gemacht habe. Ich sehe übrigens, ich habe nicht so viel Chini-Futter, was etwas scheiße ist. Aber egal, kack drauf. So. Erstmal hier mein Blatt ein drauf. Unsichtbar machen. Es sollte zumindest reichen, würde ich sagen. Mal schauen. Oh, oder vielleicht auch nicht. Oh je, oh je, oh je, oh je. Hier steht, hier braucht es 240. Wo kriege ich hier nochmal? Chini-Futter haben wir hier natürlich nirgends. Gewotet habe ich übrigens, wenn ich das Votgeld kriege. Steht noch in den Sternen. Mal schauen, steht hier irgendwo was? Nein, ra. Jetzt auch nichts. Das sind einfach nur die Shops. Hier muss Pika. Ach, okay, vielleicht hole ich mir Chini-Futter. Ja, ich gehe nochmal hier entlang. Geh mal hier hin. Ich weiß, ich bin schlimm. Egal. Vergessliche Menschen halt, ne? So. Ich gehe hier hin und kaufe mir dann die Chini-Futter. Beim NPC, weil mir gerade eingefallen, dass ich den hier kaufen kann. Und dann werde ich mir das hier auch kaufen. So. Da ist es nicht. Da haben wir schon. Perfect Stone. Einer davon kostet, keine Ahnung. Gucken wir mal. Mal ein Stack mitnehmen. Stack ist zu teuer. Dann würde ich sagen. Ja, mal 400. Oh, 400. Sollte mal vorerst gehen. Ups. B. Und die 400 Steinchen da drauf. Da wir mal ein bisschen was drin haben. Jetzt gleich wieder reinporten. Bevor das jetzt hier wieder so übelst verkackte, soll erstmal hier ein G-Dingens hier holen. Und so. Und wieder ab nach Brimstone. Nein, Brimstone. Hier. Gut, dann versuchen wir es mal nochmal. Ob wir das jetzt so hinkriegen. Ob wir wirklich richtig stehen, das sehen wir, wenn das Licht angeht und so, ne? So. Hey, Titan. Ich habe nichts gesagt. Sichtbar. So. Dann gleich mal schneller laufen hier. Wir haben ja jetzt ein bisschen Geld und so zum schneller laufen. Ist die schon wieder resettet? Ja. Die Instanz ist resettet. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Mal gucken. Da steht aber gar nicht, dass ich irgendwie Viecher töten müsste. Von daher kack drauf. Mich sollten die ohne Wein schon nicht umhauen. Ich bin einfach zuversichtlich. Mal schauen. Wenn nicht, muss ich nochmal den Wein farmen, Alter. Normal sollte die gar nicht resetten. Oder resettet die, weil. Ja. Könnte natürlich auch sein. Also, dass die resettet mehr oder weniger, weil da keiner in der Gruppe ist. Und ja, wenn ich ganz rausgehe, ist die wieder ganz resettet. Das könnte natürlich auch sein. So. Hier entlang, das hier ist fix, schlag mich tot. Dann gehen wir doch mal zu diesem Tipi.
hätte gleich mal Genie regenerieren lassen. Nur das ist ekelhaft, dass hier so viele Viecher jetzt dastehen. Weil hier halt kein Wein ist. Aber man kann die ja so auch einigermaßen wegschlachten. Von daher ist es nicht ganz so schlimm. Ja, Alter, greif mich doch gleich alle an. Ich brauche einen Bogen, ich brauche einen Bogen. Ja. Ich bin so fucking begabt, das ist der Wahnsinn. Eigentlich mache ich das gerade gar nicht wie so eine Assassine. Apokalypse Page. Ich brauche Apokalypse Page. Ja, nun gut. Ich gehe mich mal unsichtbar machen. Und warte, bis meine Dingens hier alles da regeneriert ist. Gut, dann pick ich mir hier mal meinen Tipi raus. Wo ist der jetzt? Hier, da Dämonik schlag mich tot. Ups. Vielleicht. Ja. Nun gut, ich mache mir mal das darauf. Vielleicht sollte ich auch das hier noch machen. Eigentlich hätte ich mir vielleicht noch Pots holen sollen, aber ist jetzt wurscht. Und jetzt probieren wir es einfach und hoffen, dass ich hier nicht dran sterbe. Ich werde dran sterben, weil ich keine Pots habe, Alter. So ein Mist aber auch. Ich werde dran sterben, ich werde dran sterben. Ach ja. Oh mein Gott, meine Genie. Wegen diesem blöden Tree of Protection. Oh, kack die Wand an. Oh mein Gott, 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 ich sterbe. Ja, nun gut. Yeah, ich habe voll vergessen, dass ich selbst hier auf dem Privatserver noch so ein übelster Noob bin und. Jo, haben wir hier irgendwo einen Regenschirm? Wo haben wir denn? Steht da bestimmt irgendwo ein hübscher Regenschirm für das Mio. Da ist ein hübscher Regenschirm für das Mio. Wie viel Geld haben wir? Das ist wenig Geld. Gut, wir haben Pott. Kostet so ein Pott? Keine Ahnung. Nehmen wir mal 50. Mit. Ja, nehmen wir mal nicht 50 mit. Wie wär's denn mit 35? Beziehungsweise, ja, so. 25, sehr schön. Puh. Gut, dann würde ich sagen, versuchen wir es doch gleich noch einmal. Wenn es immer noch nicht funktioniert, dann würde ich sagen, ja, dass ich mir Wein farmen muss. Weil ohne Wein ist das dann doch ein bisschen zu schwer. Und ich hasse diese Kack-Instanz, verdammte Scheiße nochmal. Das ist schon schlimm genug, ja. Eigentlich sollte ich das gleich jetzt nochmal mit Wein machen. Aber nein, das bin ich und deswegen mache ich das jetzt ohne Wein. Ich bin eine Assassine. Ich bin eine Assassine. Eine Assassine, töte ihn. Und so, ne? So. Schneller. Schon wieder falsch abgebogen? Nein. Krieg ich hier noch mal sonst was? Mal auf die Karte gucken. So.
haben das auch übelst gekürzt. Normalerweise hat man immer andere Viecher killen müssen davor. In die Instanz und in die Instanz und da und bla blub und weiß der Geier und so weiter und so fort. Und ist das ein Riesenvieh? Nö. Ja. Aber jetzt irgendwie nicht. Ich will mal meine Skills haben. Das ist voll uncool ohne Skills. So, wo ist das Pferd? Da ist es. Nein, nein, nein. Hier, da ist das Pferd. Gut. Ich würde sagen, ich kann mir das Pferd luren. Nein, nein. Oh, doch, hier war's. Da. Ups, Entschuldigung. Ja, habe ich natürlich perfekt gelurt. Ich weiß, wie das funktioniert mit dem Loren, so. Und ja, ich wollte einen Pott nehmen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein fucking Gott. Nein. Vielleicht sollte ich hier mal so. Mein Gott. Herrschaftszeiten. Ups. Ist nichts gut. Hey, ich schlage mich doch jetzt schon mal viel besser mit Bock als ohne. Jo. Und mit Chimi. So. Das Vieh außenrum noch. Erstmal alle anderen Viecher hier außenrum wegmachen und dann den Boss. Ist das schon mal viel leichter. So. Hier wär's dann mal mit Ripstripe. Dann ist er auch schon mal ein bisschen langsamer hier. So. Jetzt können wir das hier mal ein bisschen gechillter angehen. Oh Gott, das Vieh macht mich fertig. So. Ja. Wieso funktioniert das hier eigentlich nicht? Bin ich hier. Ach so. Es braucht hier mehr. Ja. Braucht wahrscheinlich mehr von dem von der Energie als wir haben. Braucht schon mal 64. Krass. So. Na komm, stirb. Der bleibt ein bisschen schneller. So, und? Kann ich das auch machen bei dir, mal einfrieren? Nö, Kackboss. Schade. Metallimmun, stirb! Und? Na komm, drop irgendwas Schönes. Ein schönes Buch für mich oder so. Ich schaut eigentlich mit Shop aus. Immer noch kein Geld gekriegt. Und? Na komm. Kommt bestimmt irgendwie so ein Buch, so für einen Bab oder so. Oder gar kein Buch. So, Geld, 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 mehr Geld, Geld. Geld, 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 Geld,
sich kann man es auch verkaufen und kriegt dann Geld dafür. Aber gut. Den ersten Boss haben wir schon mal. Das ist doch schon mal schön. Fehlt nur noch der, das ist der letzte Boss und das ist der zweite Boss. Der zweite Boss, das sind nicht so viele Ads dran, soweit ich weiß. Der dritte Boss wird dann schon wieder etwas schwieriger, denke ich. Aber es sollte gehen. So. Das heißt, hier kann man halt hier schön durchgehen, schön in Unsichtbar-Modus, Stealth und so. Das ist wunderbar. Immer schön außen halten. Kommen wir auch gleich zum nächsten Boss. So. Wir haben also jetzt schon Spirit, fast gar nichts, aber wir können jetzt dann gleich andere Skills lernen. Und mein wichtigster Skill dann überhaupt. Dass ich dann mehr oder weniger immun gegen Damage bin für kurze Zeit, dieser Spark dann. Ja, haha, der ist nämlich dann auch very important und so, very important. Hallo Power Puncher. Hier sind wir dann auch schon bei diesem Eternal, schlag mich tot, whatever, dieses Ding hier. Da stehen ja nicht so viele Ads rum da drüben, da muss ich dann einfach nur darüber gehen und dann passt das schon. Testobjekt schafft das schon. Steht nur ein so ein blöder Eck hier drüben, der kann ich mal. So, dann haben wir gesagt, machen wir das hier. Machen wir das hier und der kommt dann schon her. So, wie wär's denn gleich mal mit Dripstrike so zum Anfang? Dann kann ich der mal nämlich hier gar nicht so Aua machen. Bringt das viel? Gute Frage. Ich weiß bloß, dass mir das Vieh hier gerade Aua macht. Aber wir haben ja immer noch die Pots. Mal wieder hier einen Halbstrike drauf machen. Und das hier. Ja. Bisschen Schaden. So, dann mach mal hier. Kann ich schön klatschen in der Zeit. Ich habe ja schließlich einen Charme. Und so, da funktioniert das dann schon. Das hier wieder drauf machen. Den Skill hier. So. Das hier, damit die Crit-Rate etwas höher ist. Dann macht er mir mal zwischendurch mal nur einen Schaden. Ist auch ganz angenehm. Anstatt 2000 noch was. 1000. 1000. 1. 1. 2000. Ja, das ist zu schnell. Kackvieh. So. Den hier und oh. Na ja, gut, wir greifen auf jeden Fall ein bisschen schnell an. Wie schnell sind wir denn? Wir greifen mit 2 an. Das höchste, was ich machen kann, ist glaube ich 4. Wobei es normalerweise immer 3-3 ist, aber mit Chinik müsste es eigentlich 4 sein. Oh, da war wieder ein Charm-Tick. Ich habe es gesehen. Hörst du auf? Ich habe nicht so viel Geld, dass ich mir gleich wieder einen Charm leisten kann. So und? Na komm, stirb! Na komm. Und. Ja, und ich glaube, auf dem Normalserver werde ich das nicht nochmal spielen, wenn ich da gerade dran denke. Da gibt's ja gar keine Erweiterungen. So für
Hier, da habe ich nur ein paar Slots frei und das war's dann auch schon. Also das bringt's jetzt nicht unbedingt. Das ist jetzt nicht so cool. Das ist eher uncool. Das ist was für Leute, die ganz, ganz viel Langeweile haben, das auf dem Offi zu zocken. Na komm, stirb halt. Nicht den ganzen Tag Zeit. So ein bisschen Charm safen. Das hier. Das hier. Doch, jetzt hat. Jetzt aber du. So. Na komm. Jetzt doch ein hübsches Buch für mich. 36, 30, 9. Und er hat was gedroppt, was lila ist. Upsa. Ja, aber so ist auch schon kein Buch. Oh doch, da ein Buch, Foxform. Das ist für eine Veno. Ja, was Lilanes und da ist auch was Lilanes. Das ist relativ wurscht eigentlich an und für sich. Aber wenn man möchte, könnte man das halt mitnehmen. So, jetzt habe ich das Lilane auch mitgenommen. Und ja. Hey, Lucky Starbucks. Ach so, das war der Charakter, braucht kein Mensch. Ich dachte mir gerade, das ist Mirage drin. Aber das war die Fairy Box. Ja, so, wir haben wieder ein bisschen mehr Geld. Wir machen uns unsichtbar. Und auf zum letzten Boss. Foxform Sage. Ich glaube, die meisten machen dann Sages für eine normale Caster-Venom und Demon ist mehr oder weniger für so eine Heavy-Venom oder eine APS-Venom. Ja. So, schneller. Oh, ich brauche Dings. Inner Harmony. Was? Hallo? Was ist denn das für ein Vieh? Ich würde spontan sagen, das sieht mich. Weil es ein Fragezeichen-Vieh ist. Was bringt das? Ich das One-Hitten oder so? Stirb mal! Ich weiß nicht, ob ich dich mag. Weg. Da. Kusch. Ja, whatever. So. Das Ding habe ich vorher noch nie gesehen. Keine Ahnung, für was man das braucht. Vielleicht ist das auch einfach ein Türöffner dann oder so. Oder keine Ahnung. Oder was weiß ich. Oder das ist einfach nur da für die Leute dann, dass die nicht einfach hier durchgehen können. Zum letzten Boss. Oder es ist halt was so für so eine Quest. Könnte natürlich auch sein. So. Und. Letzten. Das ist der hier. Das Wasserimmun, das ist mir auch relativ scheißegal. Sondern komm mal her, ohne dass die anderen mitkommen. Oh, ist fein. Und dann Cheat-Modus activated. Stirb. Ja, das würde ich an deiner Stelle auch sagen, mein liebes Telefon. So, das hier.
ist da wieder. Das schneller geht hier und da. Und ich schau mal in der Zeit nach meinem Handy. Einfach mal so, so. Guck mal nach meinem Handy. Ja, könnte schon schwierig werden. Ja. So. Mal wieder. Oh, da ist ein Pferd. Nein, böses Pferd. Das ist ein Kack-Magie-Pferd und das macht mir ganz schön Aua. Das habe ich gar nicht gesehen. So, gut. Hier weiter. Da wieder drauf. Wie gut, dass man zwischendurch auch mal guckt, was man killt. Und so. Das da draufhauen und weiter. Schneller, Testobjekt, schneller! Ich sollte vielleicht auch angreifen. Wäre auch ganz nett. So, 3000 beziehungsweise 328, 25, 23, 20, 17, 14, 12, 10, 8, 5, 3 und tot. Oh, was Lilanes, was Lilanes. Das ist ein Buch für. Sieht auch aus, als wäre es für eine Veno. Ja, yeah, Blazing Scarab. Venomous Scarab, ja. Hier Gate. Noch ein bisschen. Ach ja, das kann man dann einfach alles dann beim NPC verkaufen, was man hier nicht brauchen. Nimm einfach mal alles mit, so. Ist mir jetzt wurscht. So. Dann gibt's nämlich Geld. Ich frage mich, ob jetzt schon mein Gold da ist. Nein, immer noch nicht. Irgendwie funktioniert das nicht so mit dem Boden, wie ich es gern hätte. So, wir gehen hier raus und wir müssen eh hier hin, bin ich mir so ziemlich sicher. Boah, ich dachte mir gerade so, kacke, womöglich muss ich jetzt noch was abgraben, aber nee. Ich glaube nicht. So, hier. Müssen wir da rüber. Ich scroll immer falsch, aber bei dem anderen Spiel ist es anders scrollen. Was ist das hier? Sweetheart? Was ist das? Sind das Bücher? Whatever. Mal mitnehmen. Mal gucken, das ist. Ah, das sind Titel. Sweetheart, Bodyguard, Revanche is sweet. Sweetheart, right click to use. Und jetzt? Kann ich jetzt meinen Titel wählen? Sweetheart Testobjekt. Yay! Und das bringt was? Keine Ahnung, was das bringt. Oh, ich will Sweetheart. Sweetheart Testobjekt. Schön. So gut. Ich nehme die Dinger da. Die sind mir eigentlich ehrlich relativ wurscht. Und das ist jetzt eigentlich auch nicht mehr wichtig. Da ich jetzt meinen dritten Spark habe, das heißt, ansonsten glaube ich mir dann wieder die dritte Ferie. Und gut ist! So. Wir gehen.
Schade, dass das nicht pink ist, oder irgendwie so. Hey, da drüben leuchtet was. Hier kann ich was abgeben. Yay, was kann ich hier abgeben? Hier ist jetzt wer älter. Ups. Hallo, Elder. Ja, whatever. Gut, ach, ich muss nach Lotharis jetzt. Gut, dann würde ich sagen, gucke ich doch gleich mal nach Lotharis. Da muss ich sowieso hin, weil ich ja gerne. Das ist Lotharis und das andere ist Momaganum. Das Rote. Das Rote ist die Hölle und Lotharis ist die, nicht die Hölle, ist Eden, also, ja, ihr wisst, was ich meine. So, gut, dann würde ich sagen, lerne ich mal Skilltree. Das da ist schon mal nicht schlecht. Und das sind nämlich die wichtigsten gerade erstmal. Dann möchte ich lernen. Ja, genau. Chill of the Deep. Hier. Damit ich das hier krieg. Rising Dragon Strike. Inner Harmony. Ja. Dann brauche ich Heaven Rift. Wo ist es denn? Hier nicht, da brauche ich Throat Cut. Gut. Dann haben wir das hier. Dann gibt es Headhunt. Das hier. Ah. Power Dash. Und hier. Dann sollte ich so ziemlich alles gelernt haben. Gut, dann würde ich sagen, mache ich doch, ja, mache ich erstmal hier R auf und platziere mal den ganzen Kack hier. Das hier, das ist zum Chi kriegen. Ich muss mal darüber. Zum Chi kriegen. Dann Headhunt, daher Power Dish. Machen wir das daher und das hier hin. Dann würde ich sagen, Inner Harmony. Das hier, das da. Inner Harmony hatte ich immer. Da. Ich hatte doch Chill of Deep. Ups. Naja. Egal. Throat Cut. Ich glaube, die hatte ich immer so. Das sind nämlich die einzigen zwei AOEs. Nee. Das hier da. Und das hier da. Das hier kann man hier austauschen. Und das hier mache ich da noch mit hin. Und. So, die Dinge habe ich ja alle gelernt. Chill of the Deep. Chill of the Deep hatte ich auch immer. Das hatte ich hier. Aber ich überlege gerade, ob ich das so hatte oder ob ich das so hatte oder wie das genau war. Aber ich glaube, da oben drüber war auch noch was. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ist ja egal. Hauptsache, ich habe so ziemlich alle Skills, die ich brauche. Throat Cut. Ja, den da habe ich doppelt. Brauche ich nicht doppelt. Und dann geht das hier auch so auf. Ja, sollte so ziemlich passen. Weil ich glaube, ich die zwei austausche. Gut, dann den zum Chi kriegen, den zum Chi kriegen, den zum Chi kriegen, der verbraucht Chi. Den da Power Dish.
Der braucht auch zwei Sparks. Ja, gut. Dann würde ich sagen, könnte ich doch gleich nochmal diesen Kack-NPC ansprechen, wo er dann. Ja. Gut, ich werde als erstes mal in der Harmonie machen. Hier. Kann jemand immer da jetzt nicht aufmachen? Ich möchte ganz sehen, wie viel Geld ich noch habe. So. In der Harmonie. Fokus Moin. Dann haben wir mal Fokus Moin fähig. Ripstrike. Gut. Dann. Power Dash ist nicht so wichtig. Der ist wichtig. Der ist auch teuer. Oh ja, hier. Earthen Rift. Shadow Teleport. Ah. Ein Stück Teleport-Dinger hätte ich noch nicht gelernt. Deswegen, jetzt weiß ich, was da immer der Fehler war. Warum hatte ich das denn? Das und das. Und Shadow Teleport und Dingens hatte ich da unten, glaube ich. Das wäre hier so. Ups. Da noch eins rüber. Da war das nämlich da oben. Weil die zwei hätte ich da. Und da war dann Shadow Teleport und Shadow Champ. So. Haben wir da noch irgendwo Shadow Champ? Da nicht. Da ist auch nichts und ja. Das liegt aber daran, dass wir kein Geld mehr haben, würde ich spontan sagen. Wieso habe ich jetzt hier die Third Fairy gekriegt? Okay. Schön, muss ich mir die gar nicht kaufen. Ist auch praktisch, oder habe ich die jetzt einfach gefunden? Na gut, auf jeden Fall habe ich hier jetzt das Ding da auch anders da. Sehr schön. Das hier ist der normale Shadow Champ. Und das hier ist der andere Shadow Champ. Irgendwie glaube ich nicht, dass das so war. Ach ja, genau, es war nicht so. Ich hatte das dann nämlich immer da und das da da und das hier und das da. So ungefähr war das. Ja. Jetzt, wo ich mich erinnere, war das so, genau. Gut, dann wollte ich wieder verkaufen. Da drüben ist ein Banker. Hey, da ist ein. Hä? Ja, whatever. Nein, ich mache die Questreihe eh nicht weiter. So. Money. Gut verkaufen. Das da, das da. Ja, komm. Muss ich jetzt. So. Da. Nein, das mache ich nicht auf. Das verkaufen, das verkaufen. Da rein. Vielleicht brauche ich es irgendwann. Okay, da tue ich später rein. So, das war das, 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 das. Verkaufen. Ja, ist mir wurscht. Verkaufen, verkaufen. Kaufen, 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 kaufen. Ist das denn? Keine Ahnung, so verkaufen. Mal wieder ein bisschen mehr Geld. Die Dinger, ich habe keinen Crossbow. Auch verkaufen. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle können wir das Video schon wieder beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!